Hallo und herzlich willkommen zum Vergangenheitsnutzen mit dem Marc auf der Friesen KD am Sonntag. Genau, wie gesagt, das läuft gerade relativ gesmooth. Ich habe mich ja gerade gefragt, was machen wir jetzt eigentlich mit 3 Millionen Euro? Wir dürfen immer noch nicht vergessen, dass wir 3 Millionen Euro auf dem Konto haben. Wie gesagt, wir haben 3 Millionen Euro auf dem Konto. Ich kann euch noch nicht sagen, was wir damit alles anfangen wollen. Ich weiß noch nicht, in was wir investieren möchten. Also da bin ich noch so ein bisschen offen. Theoretisch hätten die finanziellen Möglichkeiten, hätten wir da theoretisch dazu, zu sagen, komm, wir investieren in weiß ich nicht was. Wir haben jetzt schon ein Druschtechnik, also wir haben die Baumwolltechnik haben wir jetzt relativ weit vorangeschlagen. Da könnte man sich theoretisch nochmal überlegen, wenn es ganz schlecht läuft, dass man da nochmal investiert. In höchstens noch einen zweiten Baumwollvollernter. Fast Truck, wo ist denn mein Alter? Hier. Rechne Fahrt. Der ist ja auch sofort wieder da. Ist er? Da ist mein LKW. Also, da müssen wir nochmal gucken, was wir mit 3 Millionen Euro jetzt anfangen. Theoretisch, Flächen kaufen geht immer. Wisst ihr, Flächen kaufen geht theoretisch immer. Aber ich überlege, ob wir noch irgendwas an Technik brauchen, die jetzt unabdingbar ist. Da bin ich jetzt gerade die ganze Zeit im Überlegen, ob wir da noch irgendwas benötigen. Richtig geiles, Top-Technik, was weiß ich nicht. Denn ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen, wie ich im Endeffekt mehr Gärreste bzw. mehr Gülle für die Ausbringung im Endeffekt bekomme. Weil so letzte Runde hat es relativ gut funktioniert mit den Massen, die wir im Endeffekt gebraucht haben. Aber wenn ich jetzt neue Flächen kaufe, muss ich auch gucken, wo ich meine ganze Gärreste und so weiter wegnehme. Weil irgendwo mit muss ich ja meine Flächen versorgen und ungerne mit Kunstdünger, also wirklich ungerne mit Kunstdünger, natürlich, wenn es nicht anders geht, bin ich dazu ja auch nicht abgeneigt, zu sagen, komm, dann nehmen wir halt Kunstdünger. Aber Gülleballern ist schon geil. Vor allem mit dem Zubringersystem, was ich habe, dass zwei Zubringer fahren. Auf Dauer müssen wir auf jeden Fall noch einen dritten Zubringer kaufen. Da kommen wir gar nicht drum herum. Weil die Flächen immer weiter entfernt sind. So hinten Feld 2. Feld 2, Feld 12 da hinten die Ecke. Wenn ich das aus einer nahegelegenen BGA hole, funktionieren zwei Zubringer. Wenn ich es aus einer BGA hole, die untere BGA zum Beispiel oder vom Hof ziehen lasse, dann habe ich zu wenig Kapazität. Dann brauche ich drei Abfahrer. Dann müssten wir uns gegebenenfalls noch ein Gespann dazu kaufen, beziehungsweise nur ein Fassen. LKW sollte ich einfach überhaben, den muss ich einfach irgendwo abziehen. Und wenn es ganz schlecht läuft, muss da halt ein Dolly und der Fast Truck vor. Das geht ja theoretisch, geht das ja auch. Das ist ja theoretisch auch eine gute Kombi dafür. Dass man da gegebenenfalls dann nochmal überlegt, ob man da nicht dann halt die Technik verwendet. Ich wäre ja auch ganz stark dafür. Ich habe ja den Annaburger-Mod drauf. Das Fass ist schon geil und gefällt mir auch richtig gut.
Komm, den stellen wir jetzt auf der Straße. Ich klappe das dann. Bis wir dem jetzt entweder sagen, zack, fahr zu Feldzerstörung vorbei. Müssen wir mal gucken, ob der LKW losfährt. Wahrscheinlich ist er zu weit entfernt. Ja, wie ich mir gedacht habe. Also wie gedacht, das ist so die Möglichkeit, die Option. Ich weiß aber auch nicht, ob ich mich in mehr Tiere im Endeffekt verarbeiten, ob ich mir die Arbeit im Endeffekt machen möchte mit mehr Tiere. Wenn ich ganz ehrlich bin. Weil das so ein bisschen so Arbeit ist. Doofe Frage, aber im Endeffekt ist es ja so. Und dann überlege ich ganz stark, wenn wir wirklich jetzt sagen, komm, wir organisieren oder bauen einen neuen Kuhstall, dann bauen wir wahrscheinlich auch zwei neue Kuhställe. Also wenn dann ganz oder gar nicht. Das wäre dann theoretisch schon mein Motto, dass wir im Endeffekt, wir haben ja jetzt 5.500, um den Dreh 500 Kühe, dann würde ich nochmal um 1.000 aufstocken, wenn ich ganz ehrlich bin. Dann würde ich sagen, komm, dann investieren wir nochmal und dann investieren wir richtig und bauen zwei neue Kuhställe dabei. Dass wir im Endeffekt nachher drei Kuhställe haben. Das ist so im Endeffekt die Überlegung dahinter. A, mehr Milch, B, mehr Gülle und Gerst, also B, mehr Gülle, mehr Mist. Weil wir auch irgendwie gucken müssen, wenn wir jetzt weitere Felder, also weitere Pflanzen im Endeffekt bewirtschaften, also weiteres Obst und Gemüse anbauen, brauche ich mehr Mist. Und aktuell Mist bieten Hühner, was habe ich noch gesagt? Hühner, Schweine, meine Rinder und meine Kühe. Also theoretisch könnte man da im Endeffekt dann nochmal richtig aufwerten. Und theoretisch wäre eine Überlegung, dass wir uns einen zweiten, in Anführungsstrichen, Kuhhof irgendwo hinsetzen, wo wir dann nichts anderes machen als Tierproduktion. Mit eigenen Fermentern, eigenen Lagerstätten, mit eigenen Tierproduktion, also so einen richtigen Hof, wo wir im Endeffekt dann halt Tiere lagern. Lagern richtig scheiße an. Wo wir eigene Fabrik bzw. einen eigenen Hof haben, wo wir im Endeffekt nichts anderes machen als Tiere Tiere versorgen. Das wäre so wirklich so die Möglichkeit, wo ich denke, das könnte ganz geil werden eigentlich. Dann ist natürlich die Frage, wo machen wir das? Weil da bräuchten wir Freifläche. Theoretisch wäre ich auch nicht abgeneigt zu sagen, komm, wir kaufen irgendwo ein Stück grünes Land. Und da setzen wir dann halt Tiere, 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 Tiere hin. Weil dann würde ich wirklich sagen, wir bauen nochmal richtig um. Und sagen, komm. Egal. Wir würden dann so richtig investieren. Da würde ich dann überlegen, also noch einen Rinderstall zu bauen mit Milchproduktion, zwei neue Kuhställe. Weil dann könnten wir uns auch überlegen, dann haben wir genug Milch. Um gegebenenfalls auch Käseproduktion anzuleiern. Weil das ist aktuell so das, wo ich sehe, da fehlt uns, glaube ich, aktuell die Milch, weil aktuell zieht uns hier die Molkerei schon alles, was wir produzieren, von der Produktion da weg. Weil wir dann im Endeffekt jetzt anfangen, neue Ställe zu bauen. Im Endeffekt brauchen wir dann einen großen Platz, wo wir Ställe bauen können. Und die Futterproduktion muss gewährleistet werden. Das heißt, als zwei Fermenter, zwei Mischfutteranlagen, vielleicht erstmal auch nur eine. Also theoretisch also einmal Mischfutter, einmal Fermenter. Dann eine Rinderzucht mit Milchproduktion und zwei Milchställe.
Nur erstmal das und gegebenenfalls dann nachher noch weitere Hühnerproduktion, weitere Hühner-Schweineproduktion. Das müsste im Endeffekt noch dabei laufen. Weil Hühner sehe ich auch noch so ein bisschen so zu dem, wo wir sagen können, ja, da könnten wir auch noch ein bisschen aufwerten. Wo wir dann wirklich sagen können, ja, hier, da ist noch ein bisschen Kapazität über. Da sehe ich noch ein bisschen Luft nach oben. Und so. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, wir haben hinten auch noch die Gemüseproduktion, da wollten wir auch noch ein bisschen investieren, ist klar. Aber diese Tierproduktion reizt mich aktuell ein bisschen mehr. Natürlich, da hinten werden wir auch noch ein bisschen weiter investieren. Der Platz ist da relativ leer noch. Mal schauen, ob wir morgen Zeit finden, uns vielleicht mal anzuschauen, wo wir das neue Stallparadies im Endeffekt bauen. Weil theoretisch hätte ich es ganz gerne relativ zentral. Dadurch, dass wir aber relativ gute Autodrive-Kurse haben, also gute Autodrive-Kursanbindungen haben, bin ich da auch relativ gut überzeugt, dass wir theoretisch auch weiter weggehen könnten. Aber wir könnten so viel noch investieren, das ist abartig. Und wir müssten mal vielleicht auch einfach mal durchscrollen, welche Produktionen uns noch so im Endeffekt bleiben. Was habe ich denn da für ein komisches Icon auf meinem Handy? Warte, muss ich mal erst eben gucken. Uninteressant. Scheiße, ist schon voll. Ja, ich eile. Also wie gesagt, das wäre so die Möglichkeit. Also im Endeffekt zur Investierung einen komplett neuen Rinderstall zu bauen. Also einen komplett neuen Tierhof zu bauen. Mit Anbindung ans Autodrive-Netz, Lagerkapazität, Futterproduktion und Lagerkapazitäten für alle Futterarten, die im Endeffekt die Kühe, Schweine, Rinder, was wir da auch im Endeffekt nachher hin tun. Und natürlich können wir da auch noch ein bisschen dran arbeiten, da vielleicht auch noch Platz zu schaffen für Schafe. Ich habe bisher nur noch keinen geilen Schafhof gefunden, also keinen geilen Schaf. Kann mir einer sagen, was ich hier gerade treibe? Ich habe da bisher noch keinen geilen Schafhof gefunden, wo ich sagen müsste, oh, der ist mega geil, der gefällt mir. Das wäre so noch die Möglichkeit, wo wir sagen könnten, ja, hier Produktion Tiere. Wenn wir dann wirklich ganz geil drauf sind, dann könnten wir auch sagen, komm, das am Hof reißen wir ab und tun wir dann auch damit hin, aber da sehe ich jetzt aktuell noch nicht so den Drang danach. Das wäre so zumindest noch das, wo ich sagen müsste, ja, das könnte man nochmal in Angriff nehmen. Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Die Folgen kommen ja relativ aktuell. Wer sagt, ja, das interessiert euch, könnte man machen. Hat zwar ein, zwei Kipper noch, dann ist ja auch schon voll. Das passt ja. Vielleicht kriegen wir das ganze Feld hier drauf, hier rein. Wenn ihr wirklich auch Bock drauf habt, dann schreibt es mir auf jeden Fall mal. Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Dann könnten wir nämlich sagen, komm, das setzen wir vielleicht noch nächste Woche um, weil das ist ja heute erst die Sonntagsfolge. Die Montagsfolge produziere ich noch vor und dann produziere ich wahrscheinlich erst wieder Anfang nächster Woche. Das heißt, theoretisch könnten wir das noch immer im Urlaub im Endeffekt dann umsetzen. Weil das wäre noch so eine Pornosache, glaube ich. Aber wir haben noch so viele Investitionsmöglichkeiten. So, wir müssen mal eben kurz bei dem Häckslergespann vorbeigucken und ich glaube, hier läuft nämlich gar nichts mehr. Der Fast Truck ist unterwegs, würde ich es jetzt mal nicht nennen, aber wie gesagt, die ersten zwei, drei Runden sind immer ein bisschen cringe. Aber wenn das dann erstmal läuft, dann läuft das auch. 12:23 Uhr. Gut im Zeitplan für heute. Seite links, perfekt.
Ich habe den Helfer gar nicht angeschaltet. Na gut, dann kann es ja nicht funktionieren. Ich dachte, warum tut es das nicht? Aber ich habe ihn ja gar nicht aktiviert, also kann auch nicht arbeiten. Guti, dann würde ich erstmal sagen, ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder, wo wir dann nochmal ein bisschen weiterarbeiten und vielleicht uns, wenn wir es schaffen, gleich auch schon mal angucken, wo wir im Endeffekt Platz hätten für den Milchhoch. Und ich sehe da gerade eine Fläche, die mich doch anspricht. Gut. Ich würde sagen, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, danke. Tschüss.